Ja, einen wunderschönen guten Morgen, unsere Facebook- und YouTube-Freunde. Wie ihr seht, wir sind in Essen, auf der Motorshow. Um genau zu sein, sind wir am Stand von Gladen in Halle 5 angekommen, wo eines unserer Babys dieses Jahr steht, unser cooler Adam S. Wir werden euch jetzt in dem Video einfach mal ein bisschen was über das Fahrzeug selber halt erzählen, ganz klar. Und natürlich halt auch über die Karre, die wir gebaut haben, wie wir es in etwa gebaut haben, damit ihr so einen kleinen Einblick in das ganze Projekt noch bekommt. Anschließend wird es nochmal ein kleines anderes Video geben mit dem Timo von Gladen zusammen, wo wir einfach mal das ein oder andere Produkt-Highlight nochmal ein bisschen genauer vorstellen wollen, was jetzt so dieses Jahr halt auf dem Markt halt erschienen ist, wo wir halt einfach denken, das könnte euch ein bisschen interessieren. Erstmal zurück zu diesem Video. Wir gehen einfach mal in den Kofferraum ein bisschen rein, schaut es euch an. Parallel dazu rede ich ein bisschen darüber. Für euch ein bisschen Feedback. Opel Adam S, am Motor wurde ein bisschen was gemacht. Der hat jetzt so um die 210 PS, der Wagen. Ist jetzt etwa 2 Jahre alt. Der Car-Hi-Fi-Einbau hat von diesen 2 Jahren, wie das Fahrzeug existiert, fast 8 Monate in Beschlag genommen. Nicht unbedingt, weil wir so lange gebraucht haben, um es zu bauen, sondern weil wir halt innerhalb des Konzeptes doch relativ häufig nochmal Änderungen vorgenommen haben, um das, was ihr heute seht, tatsächlich so entstehen zu lassen. Grobe Größenordnung, Einbauzeit bei diesem Fahrzeug waren ca. 500 Stunden mit allem. Reingeflossen in das Auto ist viel Geld. Ich möchte jetzt keine genauen Summen nennen. Das gehört sich nicht. Wisst ihr ja, redet man nicht drüber. Ein Gentleman genießt und schweigt. Die komplette Car-Hi-Fi ist komplett bestehend aus geladen Komponenten. Die einzige Ausnahme, die dort halt stattfindet, ist der Prozessor von dem Fahrzeug. Der kommt von Mosconi, was aber unterm Strich eigentlich kein Problem darstellt. Es ist ja letzten Endes der gleiche Vertrieb. Da kommen wir aber später nochmal drauf. Die Endstufen, die haben wir hier in der Mitte halt schön postiert. Insgesamt sind es 4 Stück. Das ist eine 2-Kanal-Endstufe, die sich nur um die Kickbässe vorne kümmert. 2 Monos für die 8-Subwoofer und eine 4-Kanal-Endstufe für die Mittelhochtoneinheit. Alles voll aktiv. Das heißt, das Auto sieht nicht nur geil aus, es macht doch noch unmenschlich viel Schub. Das werden wir euch nicht zeigen können, das wird mit dem Video leider nicht funktionieren, aber er klingt halt auch noch vorne. Wenn wir halt einfach mal in das Auto so ein bisschen reingehen, man sieht das halt, wir haben wirklich auch die Türen komplett vorne geändert, haben versucht, diesen Adam-Stil mit diesen leichten, schwingenden Formen halt so ein bisschen wiederzugeben. Man sieht das auch so von den Radien, dass das halt immer sehr schön zum Original passt. Nach unserer Arbeit haben wir anschließend die komplette Tür nochmal beledert, mit blauen Nähten halt abgestellt, passend zur Außenfarbe. Daran angepasst haben wir dann die Sitze nochmal komplett überarbeitet, die normalerweise eigentlich keine blauen Nähte haben bei dem Fahrzeug. Das haben wir wirklich auch nochmal angepasst, dass die hässlichen weißen Nähte raus sind. Das Armaturenbrett ist komplett beledert, die Mitteltöne auf dem Armaturenbrett sind neu. Die Unterschale ist komplett lackiert, genauso wie die Sitzteile komplett lackiert sind. Der ist schon sehr, sehr aufwendig gemacht. Für alle Leute, die es interessiert, wie so ein Fahrzeug klingt, da steht das doch die ganze Woche hier in Essen auf der Motorshow. Wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, hier vorbeizukommen, dann schreibt uns einfach mal eine E-Mail oder schreibt uns bei Facebook halt ganz kurz einmal an. Dann können wir da sicherlich was organisieren, dass ihr so ein Auto oder was Vergleichbares halt einfach auch mal bei uns hören könnt. Ja?